Anfangen. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Jochen König. Ich möchte Sie alle herzlich zu unserem Webinar, dem gemeinsamen Webinar von Software AG und Business Process Experts heute Morgen begrüßen. Es geht um das Thema des prozessorientierten Risikomanagements und dass eben die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Risikomanagement in fast allen Bereichen heutzutage ist, den Prozess selbst, den des Risikomanagements, aber noch viel wichtiger, die Prozesse, die ihre Risiken auch haben, im Hintergrund dabei zu behalten. Ich werde dieses Webinar heute zusammen mit Elke Bastian von der Software AG halten, die im Anschluss an eine Reihe von Folien, die ich präsentiere, noch live präsentieren wird, im ARIS Risk and Compliance Manager. Wenn Fragen sind unterwegs, die Teilnehmer sind aktuell alle auf stumm geschaltet, können daher nicht, wie ich sonst ganz gern hätte, in Präsenzveranstaltungen gerade dazwischen fragen, aber stellen Sie bitte Ihre Fragen im Chat, dann werden wir im Anschluss noch Zeit finden, wirklich durch die Fragen durchzugehen und hoffentlich möglichst viele davon auch beantworten, spätestens im Nachgang des Webinars. Die Software AG kennen Sie alle, sonst hätten Sie sich heute Morgen gar nicht hier eingefunden und angemeldet. Ich möchte aber kurz ein paar Worte zu den Business Process Experts sagen. Wir haben uns vor gut 3,5 Jahren inzwischen aus der Software AG ausgegründet, als Gründer alle eine Historie in der alten IDS Share. Das heißt, wir sind alle tief in den Geschäftsprozessen verwurzelt, haben auch eine starke Historie rund um ARIS, die wir mitgebracht haben, sind aber trotzdem eine unabhängige Firma mit einer durchaus ansprechenden Anzahl von Kunden, hauptsächlich in den Bereichen Chemie und Pharma, aber auch eben im Bereich der herstellenden Industrien sind wir gut vertreten und betreuen dort Projekte im Umfeld großer Business-Transformationen, sagen wir. Wenn man das Ganze mit Sinn füllen wollte, und dafür sind wir ja da heute Morgen, dann geht es tatsächlich immer darum, die Strategien, die meistens schon ausgearbeitet sind oder auch von großen Strategieberatungen herkommen, zu operationalisieren. Es geht darum, wirklich diese Klebschicht auszubilden zwischen der Unternehmensstrategie und der Umsetzung in tatsächlichen Geschäftsprozessen und den unterstützenden Softwaresystemen. Das ist tatsächlich der Kern unserer Aktivitäten. Neben uns Partnern haben wir gut 20 Leute aktiv auf Projekten und können damit tatsächlich auch größere Projekte stemmen. Wir sind selbst kein Implementierungshaus, arbeiten aber erfolgreich dort auch mit verschiedenen Partnern zusammen. Im Rahmen solcher Business-Transformationen befassen wir uns dann häufig auch mit Themen rund um die Prozess-Governance, Risk- und Compliance-Management, und das ist eben auch der Kern unserer Sitzung heute Morgen. Das Risikomanagement ist ein großes Thema, auch in den meisten Standards, wenn man sie so anschaut. Die ISO 9000er-Serie wird jetzt gerade oder ist jetzt gerade in einer neuen Auflage rausgebracht worden und dort steht der Prozessfokus immer ganz stark im Vordergrund. Aber das Stichwort, was eigentlich überall auch auftaucht, egal ob Sie jetzt über rechtliche Anforderungen, Qualitätsanforderungen oder Dienstleistungsqualitätsanforderungen sprechen,
ist auch immer eine Risikoorientierung. Es ist völlig offensichtlich, dass es das berühmte Restrisiko immer und überall gibt. Aber es geht eben darum, zu wissen, wo diese Risiken sind und auf diese Weise auf der formellen Seite sicherlich Strafen zu vermeiden, aber auch Auswirkungen auf den eigenen Ruf, die Marke des Unternehmens und so weiter zu vermeiden. Das ist aber nur eine sehr formelle Triebfeder. Das, was für ein funktionierendes Risikomanagementsystem eigentlich der Kern ist, ist der Anspruch, das Risikomanagement als ein Werkzeug herzunehmen, um tatsächlich besser zu werden. Und in der Form ist es dann auch kein Gegensatz zu Initiativen im Rahmen von zum Beispiel Operational Excellence oder klassischen BPM-Initiativen, sondern ist ein meiner Meinung nach notwendiger komplementärer Teil dazu. Das heißt, es geht darum, die Unklarheiten in der Vorwärtsplanung im Auge zu behalten, auf diese Weise effizienter auch Ressourcen planen und einsetzen zu können, diese Unklarheiten auch an die entsprechenden Interessengruppen zu kommunizieren und proaktiv damit umzugehen. Und wenn man das Ganze wirklich sehr knapp fassen will, ist es meiner Meinung nach in diesem Satz hier sehr gut ausgedrückt. Risikomanagement dreht sich um bewusste Entscheidungsfindung. Es geht darum, wirklich all die Unklarheiten, die jeder Geschäftsentscheidung zugrunde liegen, notwendigerweise zugrunde liegen, so weit wie möglich in Betracht zu ziehen, Auswirkungen abzuschätzen und dann im Bewusstsein dieses Rauschens, dieser Uneindeutigkeiten, Abwägungen zu treffen. Wenn man das Ganze sehr formell nimmt, und da muss ich sagen, sind auch solche Definitionen wirklich hilfreich, um den Kern der Sache zu verstehen, geht es im Risikomanagement um einen systematischen, gelenkten Ansatz, mit diesen Unklarheiten umzugehen. Und das kann natürlich nur funktionieren auf der Basis klarer Zielsetzungen. Ich muss wissen, in welchem inneren und äußeren Kontext ich operiere. Und das ist an der Stelle dann sogar egal, ob es um ein spezifisches Produkt geht, um eine Dienstleistung oder um die Betrachtung eines Prozesses, wie ich diese Produkte und Dienstleistungen herstelle oder erbringe. Und wie ich diesen Prozess tatsächlich messen und steuern kann. Das Ganze ist eben kein Bauchgefühl, wie es häufig gehandhabt wird. Aber je besser ich in meinem Risikomanagement werde, umso stärker sollte ich in der Lage sein, mit klaren Kriterien, mit klaren Regeln an die Sache ranzugehen und den ganzen Vorgang somit zu objektivieren, um dann auch klar kommunizieren zu können. Im Umfeld des Risikomanagements gibt es einen riesigen Strauß verschiedenster Standards und Regelwerke, ob das die ISO 31000 ist, das COSO ERM-System oder irgendein weiteres Framework, das hier genannt ist. Glücklicherweise, und ich denke, das ist ein Zeichen für die Reife dieses Ansatzes des Risikomanagements, gibt es sehr, sehr großen Überlapp der verschiedenen Frameworks, wenn es darum geht, wie soll das Ganze operativ durchgeführt werden. Und all diese verschiedenen Standards bewegen sich auch tatsächlich im Rahmen der Definition, die ich Ihnen auf der vorigen Folie vorgestellt habe. Es gibt kleine Unterschiede dann darin, wie ein Risiko definiert wird, ob es nur positive oder negative Auswirkungen sein können und so weiter. Und es gibt natürlich große Unterschiede
im Hinblick auf die Motivation. Wenn Sie zum Beispiel den Bereich der pharmazeutischen Industrie und des Qualitätsmanagements dort anschauen, dann reden wir über den ICH Q9 Standard, die Basel-Regularien kennen wir alle aus dem Umfeld der Finanzwirtschaft. Wenn wir über IT-Sicherheit reden, dann ist der NIST-Standard aus den USA ein sehr beliebtes Referenzwerk. Aber all diese Standards verfolgen eigentlich ganz ähnliche Prozessschritte, die ich auf der übernächsten Folie tatsächlich am Beispiel der ISO 31000 auch kurz nochmal diskutieren werde. Auf eine andere Weise runtergekocht, sehe ich aber vier Grundelemente, die auch in jedem dieser verschiedenen Risikomanagement-Standards aufgeführt werden. Das erste und grundlegende ist natürlich zu verstehen, warum mache ich das Ganze hier? Das sind einerseits die äußeren Vorgaben aus Gesetzen und Regularien, aber natürlich auch interne Zielsetzungen. Möchte ich bestimmte strategische Entscheidungen risikoorientiert untermauern? Welche möglichen Interessenkonflikte bestehen? Zum Beispiel zwischen der Qualität eines Produktes und den Kosten bei der Erstellung des Produktes. Wo möchte ich mich dort einsortieren? Und das sind eben Fragen, über die muss gesprochen werden, bevor ich die einzelnen Risiken oder den Umfang meiner Risikobewertung wirklich klar definieren kann. Wenn ich auf die Weise die Rahmenbedingungen des Risikomanagementsystems umrissen habe, dann gibt es drei Säulen, die tatsächlich das operative Risikomanagement stützen. Und das ist als erstes die Vermeidung von Vorfällen. Das eben kann der Verstoß gegen Richtlinien sein, die ich dort vermeiden will. Das kann ich über Verfahrensanweisungen, Prozessbeschreibungen und so weiter einrichten, dass einfach klar ist, was ist zu tun. Wichtig ist, den Prozess robust gegen Fehler zu machen. Automation kann da ganz viel zu beitragen, aber mindestens ebenso viel auch klare Verantwortlichkeiten aller Prozessbeteiligten. Es kann trotzdem immer was schiefgehen. Insofern ist es wichtig, in der Lage zu sein, Vorfälle auch rechtzeitig zu erkennen. KPIs können da eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn sie häufig genug erhoben werden. Inzwischen hat man die Möglichkeit, gerade bei bei IT-unterstützten Prozessen in Echtzeit zu verfolgen, was passiert und eventuell falsche Abläufe rechtzeitig abzufangen oder nachzusteuern, sodass ein Fehler, der ursprünglich entstanden ist, der aufgekommen ist, nicht durchschlägt bis zum Endverbraucher oder durchschlägt im Hinblick auf einen Regelverstoß, der nach außen hin relevant wäre. Das Ganze ist natürlich nur dann auch wertschöpfend, wenn ich die Erkenntnisse aus meinem Risikomanagement nutze, um kontinuierlich besser zu werden. Und diese verschiedenen Aspekte, nämlich die Definition meines Kontexts, die detaillierte Analyse meines Prozesses im Rahmen der Risikobewertung, die Einrichtung von Maßnahmen, um vorhandene Risiken entweder proaktiv oder responsiv abzuarbeiten. Ich hole mir mal gerade die Maus dazu. Da habe ich meine Pointer Options. Und aber auch ganz wichtig,
die regelmäßige Auswertung meines Prozesses und die Rückfütterung sowohl zur Verbesserung meines Risikomanagementsystems, aber auch zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse, die ich betrachte, ist da ein ganz wichtiger Punkt. Der Aspekt, auf den wir heute speziell eingehen wollen, ist tatsächlich die Risikobewertung mit ihren drei Phasen der Risikoidentifizierung, der Analyse der gefundenen Risiken und der Beurteilung dann im Detail. Und dort ist auch häufig der Punkt, eine große Hemmschwelle zu Beginn eines Risikomanagements darstellen kann. Weil die Leute sind oft in so einer Henne-Ei-Situation gefangen, wo sie sagen, ja, ich habe meine Prozesse noch nicht dokumentiert und ihr sagt, ich soll am Prozess arbeiten, das ist alles ein riesiges Projekt. Was ich sage ist, in dem Moment, wo Sie wissen, was Ihre Zielrichtung ist, sollten Sie als allererstes auch die Prozesse, die Sie betrachten wollen, priorisieren und auch nur bei den Prozessen wirklich in die Details runtergehen in Ihrer Dokumentation, wo Sie das brauchen. Prozesse und Prozessdokumentation sollten lebende Geschichten sein. Das heißt, Sie passen das so an, reichern es so weit an, wie Sie es jeweils brauchen. Und können dann entweder auf höheren Ebenen oder so wie hier gezeigt, wirklich auf der Ebene einzelner Arbeitsschritte innerhalb eines Prozesses Ihre Risiken anhängen. Das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel bei der Risikoidentifizierung und Analyse, weil Sie direkt den relevanten internen Kontext sehen können. Das Ganze wird dann im Rahmen der Modellierung weiter ausspezifiziert, weil ähnlich wie es im Prozess wichtig ist, dass jeder weiß, was er zu tun hat, ist es auch für den Risikomanagementprozess eminent wichtig, dass klar ist, welche Rollen, welche Aufgaben zu erfüllen haben. Und hinter diesen Rollen stecken dann natürlich auch die entsprechenden Individuen. Frau Bastian wird gleich nochmal darauf eingehen, wie sich das alles tatsächlich im ARIF dann auch abbilden lässt. Und genauso sammeln Sie dann auch die Erkenntnisse, die Sie haben, zu den betroffenen Organisationseinheiten, eventuell betroffenen Systemen. Hier ist ein IT-System ausgewiesen und auch welche Ihrer Kennzahlen und Unternehmensziele zum Beispiel durch ein bestimmtes Risiko betroffen sein können. Das ist auch schon, wie weit ich in meiner Einleitung gehen möchte, weil der Punkt, der hier dann auch gerade initial häufig zum Tragen kommt, ist, ja, das Ganze machen wir doch schon. Das Ganze können wir doch auch auf Papier machen oder in irgendwelchen anderen Systemen. Sage ich, klar, das können Sie. Und für ein einzelnes oder sehr wenige Risiken ist das natürlich etwas, was auch durchaus möglich ist. Was aber passiert, wenn Sie konsistent über mehrere Standorte, über mehrere Unternehmensteile hinweg Ihre Risiken erheben, auswerten, konsolidieren und auch entlang der Management-Hierarchien kommunizieren wollen. Spätestens da stoßen die meisten manuellen oder papiergetriebenen Systeme an sehr harte Grenzen. Das gleiche Thema kommt auf, wenn es darum geht, wie weisen Sie Ihr Risikomanagementsystem und die Ergebnisse gegenüber externen und internen Auditoren nach? Wie können Sie sicherstellen, dass alle Daten immer verfügbar sind und miteinander konsistent sind? Auch da hilft Ihnen das integrierte System. Und nicht zuletzt, wir reden über viele Leute, die koordiniert zusammenarbeiten müssen
Und da sind Workflow-Systeme wirklich etwas, was Ihnen extrem weiterhelfen kann. Und auch das bietet in diesem Fall der ARIS Risk and Compliance Manager, den Ihnen Frau Bastian jetzt in den nächsten paar Minuten auch noch live zeigen wird. Und damit möchte ich dann übergeben. Ja, vielen Dank, Jochen. Erstmal kurze Frage. Können Sie mich hören? Ich kann Jochen, dich gut bin ich hören zu hören? gerade. Okay, Ich höre gut. dich Dann wunderbar. gehe ich davon aus, dass die anderen mich auch hören können. Dann werde ich jetzt erstmal meinen Screen sharen. Und möchte auch erstmal mit zwei Folien starten, um das Ganze quasi als Einstieg nochmal zu nehmen, bevor ich in die Live-Präsentation gehe. Jochen, auch nochmal die Frage an dich. Ist mein Screen zu sehen? Ja, ist wunderbar. Super, okay. Dann fahre ich erstmal fort. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass die Risiken entsprechend modelliert werden können und in die Prozesse eingehängt werden können. Und da möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und noch mal kurz darstellen, wie das aussehen könnte in unserem ARIS Architect. Wir vertreiben ja die ARIS BPA-Plattform und die ARIS GRC-Plattform, die miteinander verknüpft sind. Das heißt, dass wir zunächst einmal alle GRC-relevanten Daten bzw. risikorelevanten Daten in dem Modellierungstool für die Geschäftsprozessanalyse, also BPA, erfassen und miteinander verknüpfen. Und in dem Beispiel, das Sie jetzt hier sehen, starte ich erstmal mit einer Risikohierarchie. Das heißt, dass ich alle Risiken, die ich im Unternehmen betrachten möchte, die mir bekannt sind, erst einmal modellieren kann, anlegen kann, clustern kann und auch entsprechend hierarchisch darstellen kann, wie man das eben hier sieht. Diese Risiken, die kann ich dann in entsprechende Prozessschritte reinhängen im Rahmen einer ereignisgesteuerten Prozesskette. Das ist das, was man hier sieht unter Business Processes. Da sehe ich verschiedene Prozessschritte anhand von Funktionen, also diese grünen Elemente, die aufeinander abfolgen, wo dann entsprechende Risiken und auch andere Informationen zusätzlich angehängt sind. Außerdem kann ich diese Risiken näher beobachten, indem ich sogenannte Kontrollen durchführe, Kontrolltests mache, um auch zu sehen, ob diese Kontrollen effektiv sind. An diesen Risiken können bestimmte ja, Regularien dranhängen, die sich aus regulatorischen Anforderungen ableiten können. Das heißt, man geht so vor, dass man sich anschaut, welche Regularien möchte ich denn einhalten und wo habe ich denn kritische Punkte, sogenannte Risiken, wo ich eben Gefahr laufe, dann nicht konform zu sein. Und das kann man dann eben durch diese Verknüpfung mit diesen Regularien und dem Risiko sehr gut darstellen. Außerdem habe ich bestimmte Personen, die sich eben mit diesen Aufgaben beschäftigen, die sich um Kontrollen kümmern, die ich eben auch im Sinne eines Organigramms im System verwalten kann und dann auch schauen kann, wer ist denn jeweils mein zuständiger Risiko-Owner zum Beispiel. Genau, und im Sinne eines operationellen Risikomanagements kann ich eben auch weitere Kennzahlen zu einem Risiko hinterlegen. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht so gut sichtbar, aber hier in dem Beispiel haben wir das Risk of Fire oder Feuerrisiko, das ich eben hier auch genauer definieren kann. Und dass ich eben nicht nur kontrolliere, sondern auch bewerte.
Das heißt, ich schaue mir an, wie groß ist denn meine Eintrittshäufigkeit und wie groß ist denn meine mögliche Schadenshöhe, wenn jetzt wirklich ein Feuer ausbricht. Und um dieses Risiko besser zu kontrollieren, kann ich zum Beispiel eine Feuerversicherung abschließen. Ich kann Feuerlöscher installieren, ein Frühwarnsystem einrichten, also Rauchmelder zum Beispiel. Und wenn ich all diese Maßnahmen betrachte, kann ich dann eben sehen, wie wirken die sich denn aus auf meine mögliche Schadenshöhe und Eintrittshäufigkeit und dann eben eine Risikobewertung für ein reduziertes Risiko durchführen. Das alles sind jetzt relevante Daten, die ich erstmal im Modellierungstool erfasse und dann in meinen ARIS Risk & Compliance Manager Tool übertrage, um da notwendige Aufgaben für die Compliance und für das Risikomanagement durchzuführen. Bevor ich ins Live-System gehe, habe ich hier nochmal eine kurze Übersicht, welche Use Cases wir denn mit dem System abdecken. Und im Besonderen gehen wir heute auf das Risikomanagement eben ein, also die Bewertung dieser Risiken nach unterschiedlichen Dimensionen wie Schadenshöhe oder Eintrittshäufigkeit. Was wir mit dem Risikomanagement daneben auch noch abdecken können, was ich jetzt nur kurz verbal erläutern möchte, ist das Thema Loss Management, mit dem ich eingetretene Vorfälle dokumentieren kann, also tatsächliche Schäden eingeben kann. Um bei dem Beispiel mit dem Feuerrisiko zu bleiben, könnte zum Beispiel tatsächlich ein Feuer gewesen sein in einer Produktionshalle und dann kann ich das eben hier dokumentieren, wann das aufgetreten ist, wann das entdeckt wurde und welcher Schaden denn möglicherweise entstanden ist. Andere Use Cases, die eng damit verknüpft sind mit dem Risikomanagement, sind das Thema internes Kontrollsystem, wo ich dann eben meine regulatorischen Anforderungen betrachte und das Thema Audit Management, mit dem ich verschiedene Audits planen und durchführen kann. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt schnell ins System springen. Ich habe das schon vorbereitet und entsprechend aufgerufen. Ich hoffe, dass es schon über die Webex sichtbar ist. Ich bin jetzt in der Oberfläche von diesem ARIS Risk & Compliance Manager Tool. Vielleicht nochmal grundsätzlich, was es eigentlich tut. Ich habe ja eben gesagt, dass wir die, na, nennen wir es Stammdaten, im Modellierungstool modellieren. Bestimmte Zusatzinformationen werden dann hinterlegt in den Attributen. Wer sich mit ARIS auskennt, weiß, was ich meine. Also man kann eben hinter diese Objekte ganz viele Zusatzinformationen hinterlegen, die man später eben wiederverwenden kann. Und wenn diese Daten im ARIS Risk & Compliance Manager angekommen sind, werden eben basierend auf diesen Attributen Aufgaben generiert im Sinne einer Workflow-Software. Also ARIS Risk & Compliance Manager ist sehr stark rollenbasiert, um eben diese Workflows abzubilden. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Risikomanagement bleiben, immer die Rolle des Risiko-Owners und des Risiko-Reviewers. Also der Owner bewertet Risiken und der Reviewer gibt sie dann entsprechend nochmal frei, also prüft alles nochmal und entscheidet, ob die Bewertung in Ordnung ist oder ob sie wiederholt werden muss. Die dritte Rolle, die ich jetzt betrachten möchte, ist der Risikomanager. Als John Mansour bin ich jetzt gerade eingeloggt, der ist Risikomanager. Zusätzlich ergänzen möchte ich noch, dass wenn diese Aufgaben generiert werden für die jeweiligen Personen, das System auch eine Benachrichtigungsfunktion hat und die Owner oder Reviewer darüber informiert, dass neue Aufgaben anliegen, die durchgeführt werden müssen. Das passiert über E-Mail mit einem entsprechenden Link zum System und soll eben sicherstellen, dass da nichts vergessen wird oder verspätet ausgeführt wird, möglicherweise. Wenn die Aufgaben bearbeitet sind, muss außerdem eine Dokumentation eingegeben werden über das Ergebnis, das revisionssicher abgespeichert wird, sodass
diese Informationen auch später für externe Auditoren zur Verfügung gestellt werden kann. Auf diese Weise spart man eben auch viel Papierarbeit und manuelle Tätigkeiten. Gut, um nochmal auf den Risikomanager zurückzukommen, denn John Mansour, der hat sich jetzt hier eingeloggt und ist in seinem Home-Bereich gelandet, wo er einmal verschiedene Aufgaben sieht. Jetzt in dem Fall hätte er hier ein paar Aufgaben als Deficiency Manager, aber das ist im Moment für uns nicht interessant, sondern ich möchte direkt zu dem Tab My Dashboards wechseln, wo ich ein Risk and Compliance Dashboard aufrufen kann. Zeige also hier unsere Verbindung mit einer Dashboard-Software. In diesem Fall sind wir verknüpft mit der Software MeshZone, die auch aus dem Hause Software AG stammt. Und in diesem Dashboard, das jetzt am Laden ist, kann ich also sehen, dass der Manager sich sehr schnell einen guten Überblick verschaffen kann über die Risikosituation im Unternehmen. Also im linken Bereich, in der Overview Risks, sehe ich, dass es hier verschiedene Risiken gibt, die wir betrachten oder bewerten im System mit einer jeweiligen ID, die das Risiko im Tool ARIS Risk and Compliance Manager oder kurz ARCM hat. Wenn ich auf diese ID klicke, komme ich auch direkt in die Beschreibung des Risikos rein, also wie die Daten hier im System hinterlegt sind. Im rechten Bereich des Dashboards sehe ich hier quasi meinen Zustand der Risiken. Ich habe hier eine Matrix mit dem Amount of Damages und der Frequency of Damage, also die Eintrittshäufigkeit und die durchschnittliche Schadenhöhe hier wirklich mit Zahlen hinterlegt und kann halt sehen, wie die Risiken hier einsortiert sind. Außerdem habe ich hier rechts sogenannte Cockpits, wo man eben auch sehen kann, wie ich dann dieses Risiko einordne. Wenn der Zeiger ziemlich weit rechts ist, also auf Rot, kann ich davon ausgehen, dass das Risiko ziemlich hoch ist. Was man hier auch sehen kann, ist, dass wir einen minimalen Schaden, einen durchschnittlichen Schaden und einen maximalen Schaden haben. Das ist eine übliche Vorgehensweise, die wir hier, die wir immer im System haben, dass wir eben nach in diesen drei Klassen das Risiko einordnen. Was man hier oben auch noch sieht, ist hier Cross Residual. Das heißt, wir haben einmal das Bruttorisiko und einmal, wenn ich hier nach links gehe, das Residual-Risiko, wenn es eben schon reduziert ist. Das heißt, dann geht es entsprechend runter. Wenn ich jetzt im linken Bereich nochmal auf ein Risiko klicke, verändert sich die Übersicht dann auch nochmal entsprechend. Gut, was möchte ich Ihnen mit diesem Dashboard zeigen? Das soll ein Beispiel sein, wie man ganz einfach über die Daten, die im ARIS Risk and Compliance Manager gepflegt werden, hinterlegt sind, sich sehr schnell eine individuelle Übersicht bauen kann, die man dem Management jederzeit schnell und aktuell zur Verfügung stellen kann. Dieses Dashboard ist also kein Standard, sondern individuell. Das heißt, Sie können das jeweils so erstellen, wie das für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf den anderen Reiter Internal Control System gehe, dann sehen Sie, dass wir auch ein Beispiel für das interne Kontrollsystem haben, also für die Compliance-Themen, mit denen wir beobachten, wie konform wir mit den unterschiedlichen Regularien sind. Dann möchte ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen aus der Standard-Evaluation, die wir im System haben. Ich bin immer noch als Risikomanager eingeloggt und sehe hier im linken Bereich nochmal meine verschiedenen Use Cases, die im System drin sind. Gehe dann mal zum Risikomanagement in den Bereich Risk Assessment oder Risikobewertung und klicke auf Risk Assessment per Organization. Hier habe ich schon mal einen speziellen Filter vorbereitet, mit dem man auf historische Daten zugreifen kann, die
die im System hinterlegt sind ab 01.01.2015. Was man eben hier auch sehr schön sieht, ist, dass man eine Übersicht hat, die sehr aggregiert ist. Man kann aber auch filtern und sehr stark in die Tiefe gehen. Also ich betrachte hier jetzt zum Beispiel nur einen Mandanten, der nennt sich UMG, kann aber auch mehrere Mandanten im System verwalten. Das heißt, wenn Sie unterschiedliche Niederlassungen haben, unterschiedliche Länderorganisationen, können Sie das sehr gut strukturieren, zum Beispiel indem Sie nach Client vorgehen. Was ich hier nochmal sehen, sind diese quantitativen Bewertungen oder qualitativen Bewertungen, die wir auch haben, wieder nach Minimum, Durchschnitt und Maximum. Ich rufe jetzt hier beispielhaft nochmal eine auf. Das ist jetzt eine quantitative Risikobewertung, eine sogenannte Heatmap, auch wieder mit diesen grünen, gelben und roten Bereichen, wo die Risiken nach ihrer letzten Bewertung entsprechend einsortiert sind. Das ist jetzt kein gebautes Dashboard sozusagen, sondern ist im Standard des Systems immer mit drin. Ich kann hier zum Beispiel auch auf so einen Kringel klicken und komme dann automatisch in die Bewertung dieses Risikos mit rein. Noch ein weiterer Punkt, auf den ich Sie gerne hinweisen möchte, wenn es um das Risikomanagement geht. Sie sehen, dass wir hier das Thema Impact Type haben. Wir haben hier einen Default Impact Type, bieten aber die Möglichkeit, verschiedene Risikodimensionen abzubilden, die der Kunde selbst definieren kann. Dazu möchte ich jetzt schnell in einen Screenshot wechseln, weil das eben einfacher darzustellen ist. Den habe ich mal vorbereitet. Sie können also sehen, dass Sie hier die Impact-Typen selbst anlegen können. Die Häufigkeit können Sie selbst anlegen und auch die Farben Ihrer Risikomatrix können Sie frei bestimmen. Und wenn Sie das einmal definiert haben, können Sie zukünftig alle Risikobewertungen nach diesen verschiedenen Dimensionen, die Sie definiert haben, durchführen. Und das ist eben auch strukturierbar nach Mandant oder Client. Also wenn Sie da unterschiedliche Dimensionen, zum Beispiel in verschiedenen Ländern betrachten möchten, können Sie das auch mit Hilfe dieser selbst definierten Impact Types vornehmen. Gut, das war es jetzt im Wesentlichen, was ich Ihnen noch zeigen wollte zum Live-System und würde damit eigentlich gerne die Fragerunde eröffnen. Wenn Sie dann noch bestimmte Sachen sehen möchten oder bestimmte Fragen haben, können wir dann gerne noch darauf eingehen. Ja, vielen Dank, Elke. Ich klinke mich jetzt hier mal in die Runde ein. Vielen Dank dir und vielen Dank, Jochen, für den Vortrag. Die Fragerunde ist, wie die Frau Bastian schon gesagt hat, hiermit eröffnet. Sie können gerne per Chat die Fragen an mich stellen. Hier kommt schon die erste. Sie zeigen hier qualitativ und quantitative Bewertung parallel. Werden die immer beide durchgeführt? Vielleicht grätsche ich da dann gerade rein. Wir haben hier natürlich jetzt ein Demosystem gezeigt, wo es auf jeden Fall Sinn macht, Ihnen mal die Möglichkeiten, die im ARIS Risk and Compliance Manager vorhanden sind, vorzuführen. Aus meiner Erfahrung mit Projekten würde ich sagen, es ist eher ungewöhnlich, beides zu machen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Der wichtigste ist, dass ich diese gemischten Daten ausgesprochen schlecht aggregieren lassen, beide. Also zu einem Gesamtergebnis, was ich dann kommunizieren möchte. Das ist mehr so die philosophische Seite. Auf der ganz praktischen Seite ist es aber so, dass viele Organisationen am Anfang gar nicht in der Lage sind, wirklich gute quantitative Daten an ihre Risiken ranzuhängen.
Insofern startet man für gewöhnlich erstmal mit qualitativen, also kategorischen Bewertungen der Risiken. Und wenn die Organisation reifer ist, das Risikomanagementsystem als prozessuales System reifer ist, kann man dann auf quantitative Bewertungen umschwenken. Oder man sagt zum Beispiel, wir haben bestimmte Risiken im Buchhaltungsbereich, in der Bilanzlegung. Dort bin ich sehr viel einfacher dabei, das mit quantitativen Zahlen zu hinterlegen, als wenn ich über Dinge wie Rufschädigung und so weiter rede oder andere Anforderungsbereiche, sodass ich auch je nach Risikobereich sagen kann, ich mache entweder den einen oder den anderen Ansatz. Aber meistens, um die Frage nochmal kurz zusammenzufassen, wird nur einer der beiden verfolgt. Okay, vielen Dank. Bisher kam keine weitere Frage rein. Es ist natürlich so, dass Sie jederzeit im Nachgang, wenn Ihnen eine Frage einfällt, natürlich jederzeit an mich stellen können. Sie bekommen auch die Präsentation sowie eine Aufzeichnung der WebEx per Mail zugesandt. Da können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen und die Fragen dann gerne an mich weiterleiten. Ich versuche dann schnellstmöglich zu antworten. Ja, wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, Elke, du nichts mehr hinzufügen möchtest und Jochen, du auch nicht, würde ich sagen, wären wir... Ah, Moment, eine Frage ist nochmal reingekommen. Wie werden Risikomanagement und Compliance Management miteinander verbunden? Ja, Elke, magst du einsteigen? Ich kann mal kurz dazu sagen und wenn du noch was ergänzen willst, kannst du gerne. Gerne. Also die werden in dem Sinne miteinander verbunden, dass alle, also sowohl Risiko- als auch Compliance-Themen gemeinsam in einem Prozess abgedeckt werden können und können auch entsprechend miteinander verbunden werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Risikobewertung mache zum Beispiel, dann ist die ja auch mit einem bestimmten Prozess verknüpft und über diesen Prozess kann ich eben schauen, ob da auch ein Compliance-Thema dranhängt und ob da zum Beispiel ein Testfall gemacht wurde und mir das entsprechende Ergebnis anschauen. Das ist ja der Vorteil unseres ARIS-Repositories, dass alle Daten miteinander verbunden sind, zentral verwaltet werden und dass wir eben diese Querverbindungen haben. Also auch speziell für das Thema Audit Management ist das ganz wichtig, dass wir im jeweiligen Audit-Schritt auch auf die Ergebnisse aus den Risikobewertungen und Testfällen zugreifen können für den jeweiligen Zeitraum, für den wir das Audit gerade durchführen. Genau. Es ist so wie Elke gerade gesagt hat, man kann das Compliance Management tatsächlich überhaupt nicht vom Risikomanagement trennen. Man kann, das ist richtig, Risikomanagement betreiben ohne den Compliance-Aspekt, aber jedes Compliance-System erwartet ja einen risikoorientierten Ansatz und eine Priorisierung der entsprechenden Kontrollen und deren Durchführungsüberprüfung, sodass die zwei wirklich Hand in Hand gehen. Und beide Aktivitäten werden im ARIS dann eben auch ganz hervorragend unterstützt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, passt die 45 Minuten auf die Sekunde ausgeschöpft. Wie gesagt, kommen Sie gerne auf mich zu mit weiteren Fragen. Ansonsten melde ich mich nochmal bei Ihnen mit Aufzeichnung und Präsentation. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bei einem nächsten Webinar nochmal begrüßen dürfen. Elke, ich danke dir. Jochen, ich danke dir auch für die Präsentation und bis zum nächsten Mal. Okay. Herzlichen Dank auch in die Runde. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.